Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Divisionsrad am Donnerstag, 27. Oktober. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute wieder auf den Markt schauen. Wie immer an dieser Stelle. Und heute haben wir den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen mal in dem Fokus, den wir auch gestern im JFD-Devisenradar-Webinar immer mittwochs 15 bis 16 Uhr in den Fokus nahmen. Und das möchte ich Ihnen heute auch nochmal darstellen und sozusagen nicht vorenthalten, denn wir haben hier seasonal auch ein interessantes Pattern, beziehungsweise interessante Chancenmöglichkeiten vor dem Hintergrund, aber eben auch, dass der Chart interessant wirkt. Und da fangen wir doch einfach mal mit dem großen Bild an. Wir haben hier technisch gesehen einen klaren Bruch der Abwärtstrendlinie. Ja, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hat sich hier von 2015 beginnt so ein Stück weit in eine Top-Formation reingeschraubt und hat dann 2016 das Ganze nach unten aufgelöst. Im Kontext dessen gab es hier eine starke Abwertung, die hier immer wieder zu der Marke von 100 Yen zurückführte. Das Level, ob es nun, sage ich mal, interventionstechnisch gestützt würde oder was, wollen wir hier gar nicht debattieren. Letztlich das Level wurde immer wieder verteidigt, mit Bravour sozusagen, obgleich hier ein Stück weit übergeschaltet bei 101,30 ein signifikantes charttechnisches Unterstützungslevel liegt, beziehungsweise lag. Dieses wurde, wie gesagt, aufgrund der 100-Yen-Marke einige Male unterschritten, aber letztlich hat dieses Level hier dazu geführt, dass US-Dollar-Japanisch-Yen hier nach oben aufdrehen konnte. Und wir sehen ja, der Trendlinien oder der Abwärtstrendkanal, diese Abwärtstrendlinie, die obere, wurde nach oben aufgelöst und jetzt hat sich sozusagen charttechnisch hier eine gewisse Perspektive nach oben eröffnet, die durchaus hier dieses Level 145 etwa in einer ersten Instanz zulässt. Und da sind wir ja nicht mehr weit weg, knapp 90 bis 100 Pips, die sollten hier durchaus möglich sein, aber vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr. Das ist eben die Gretchenfrage und dazu gehen wir mal in den Tageschart und da sehen wir, dass hier nach diesem Shooting Star-ähnlichen Verhalten hier vom 25.10. gestern ein neues Hoch gemacht wurde, oder besser gesagt, knapp ein neues Hoch gemacht wurde. Hier am 26. hatten wir ein High bei 104,62 rund und am 13.10. war das 104,24 mit dem Shooting Star, das eigentliche Hoch dann aber hier 104,87. Grundsätzlich hier diese rote Widerstandszone um 104,40 war das entscheidende Level und da sind wir gestern per Close drüber und es sieht auch heute mal nicht schlecht aus, sprich wir haben hier steigende Notierungen und der US-Dollar scheint hier den Weg nach oben weiter anzustreben. Wie besprochen, 145 etwa wäre hier ein erstes Widerstandslevel, was sich ableiten lässt aus dem Wochenchart heraus, aber hier 105 50 ist das Level, 106, 156. Für mich ist hier diese breite Widerstandszone, die dann hier interessant werden könnte im Sinne einer weiteren Performance. Und jetzt kommt's, wir haben saisonal hier ein sehr, sehr gutes Bild für die nächsten Tage. Sie haben es vielleicht an dem Screenshot schon gesehen. Hier diese kleine Einlage, dass wir hier mit Ende Oktober hier zunächst seitwärts, gebe ich zu, aber dann im weiteren Novemberverlauf einen positiven Bias erfahren, der hier grundsätzlich für saisonal anziehende Preise sorgt. Zudem haben wir, und da werde ich jetzt mal kurz die Details eines saisonalen Patterns nochmal darstellen, hier beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen ein bullisches Muster, was in den letzten 8 Jahren zu 75% zutraf. Bullisches Muster dahingehend, dass es eben hier vom 26.10. Close, das war gestern gegen 23 Uhr, zwischen 23 und 0 Uhr, machen Sie es dann nicht auf den Pip oder die Minute fest, die Range ist eh relativ übersichtlich zu dieser Zeit, aber eben seit gestern, Schrägstrich Beginn heutiger Handelstag bis zum 9.11. haben wir einen bullischen Bias, der in den letzten Jahren hier eben bei sozusagen 8 Anläufen 6 Mal zu einem Profit führte. Wir sehen hier 2 Verlustjahre im Jahr 2012 und im Jahr 2009. Ansonsten ging es in dieser Phase vom 26.10. Close bis zum 9.11. Close generell nach oben, zuletzt sogar sehr, sehr stark. Und ja, charttechnisch verspricht sich diesmal eine ähnliche Situation. Wir haben ja auf jeden Fall einen Ausbruch vorliegen. Saisonal wird das Ganze gestützt. Das lässt sich sogar in einer statistischen Zahl einfangen, beziehungsweise sozusagen bestätigen. Und das sorgt unterm Strich dafür, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen durchaus den Bias besitzt, gerade kurzfristig über dem Level hier von 104,40. Gehen wir in diese Zone nochmal zurück, könnte das eine Nachkaufchance sein, um hier nach oben zu
zu performen während der kommenden Handelstage. Man darf auch dazu sagen, das gibt die Statistik dann sozusagen auch noch aus, ich sage es Ihnen noch mal kurz, dass es hier einen durchschnittlichen Profit von knapp 200 Pips gibt während dieser Zeitspanne und hier einen durchschnittlichen Verlust nur von 79. Wir haben hier also ein CRV, das liegt bei 2,5 zu 1 etwa. Der größte Profit lag sogar hier bei 735 Pips. Da brauchen wir jetzt mal nicht zu euphorisch reagieren, aber sowas gibt es natürlich auch. Dass es mal richtig nach oben knallen kann, da sehen Sie entsprechend hier an dieser Kerze, das war 2014, eh ein bullisches Jahr für den oder eine bullische Phase in dem Zusammenhang. Aber 200 Pips versprechen natürlich hier von 144 ausgehend durchaus Niveaus bis in diese Widerstandszone von 106,50 roundabout. Ich zeichne es hier mal mit so einem Chance-Risiko-Parameter ein. Das wären jetzt mal so rund 198 Pips, knapp 2%. Das ist genau das an Chance, was uns jetzt hier vorausliegt bis zum 9.11. und auf der Südseite, wie gesagt, rund 80 Pips als, ich sag mal, Indikation oder 79 Pips, jetzt machen wir es mal ein Stück weit genauer, so, ja, hier als Risiko, um praktisch so ein Stück weit abzuwägen, okay, das ist hier praktisch genau das an Verhältnissen, was wir hier vorliegen haben und das sieht eben rein technisch und rein saisonal sehr, sehr interessant aus und deswegen sollte man den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen durchaus mal in den Fokus nehmen. Ja, 9.11. wäre praktisch dann hier auch das Ziellevel genau zu dieser Mitte und da lässt sich jetzt ableiten, dass sich hier durchaus ein bullischer Bias erstrecken könnte. Denke ich, das ist eine ganz interessante Chance. Das Chart-Setup sieht auch gut aus. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mal hier so ein Stück weit jetzt einen Einblick geben. Ganz klar bärisch, das will ich hier an dieser Stelle jetzt nochmal unterstreichen. Deswegen nehmen wir den Pfad mal hoch. Wäre es natürlich, wenn wir hier das Level nach unten aufreißen. Ja, das wäre auch hier charttechnisch jetzt dann ein zu starker Rückgang unter 103,40 unter 103,50 muss man dann doch schon sagen, okay, jetzt dürfte der Zug hier gen Norden nicht mehr möglich sein und dann hätte man im Prinzip auch entgegen der saisonalen Statistik ein Verlustjahr, was durchaus passieren kann. Wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung, es geht einfach nur um eine Information. Das muss man immer wissen, es kann auch anders kommen, gerade auch natürlich mit den seasonalen Pattern, aber grundsätzlich sieht das mal nicht so schlecht aus, als dass man es hier nicht mal genau beobachten sollte, was denn hier der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen noch zaubert während der nächsten Monate generell, aber insbesondere kurzfristig gesagt eben auf die nächsten Tage bis zum 9.11. und da halten Sie mal den Blick drauf, was da geht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, geben Sie ein Like bei YouTube, das wissen Sie. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt an dieser Stelle erstmal einen erfolgreichen Handelstag und natürlich, wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder in alter Stärke, neuer Frische. Ihr Christian Kämmerer, viel Erfolg beim Trading und tschüss.